Hallo ihr Lieben, es ist Freitag und es ist wieder Zeit für eure Zuschauerfrage. Diese Woche kommt die Frage von Frau G. aus Rosenheim. Sie schreibt, liebe Frau Wenzel, ich habe sehr trockene Kopfhaut, was mit starkem Juckreiz verbunden ist. Dadurch habe ich auch Schuppen, die natürlich sehr unschön sind. Verschiedene Shampoos konnten mir bisher nicht wirklich helfen. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie noch einen Tipp für mich haben. Herzlichen Dank. Ja, das ist gar kein Problem. Gerne gebe ich natürlich meine Tipps weiter, gerade was trockene Kopfhaut betrifft. Was ganz toll hilft bei trockener Kopfhaut ist Arganöl. Arganöl ist ein sehr feuchtigkeitsspendendes Öl, wenn man es nämlich richtig aufträgt. Ganz wichtig dabei ist, dass man es immer auf die feuchte Kopfhaut und das feuchte Haar aufträgt. Dann massiert man es in die Kopfhaut ein. Wie gesagt, es spendet Feuchtigkeit, es reguliert den Haarboden und gleicht ihn aus, so dass er auch einfach die Feuchtigkeit besser speichern kann. Und deswegen kann man es dann kurmäßig drin lassen für eine Stunde. Noch besser ist es, dass man das über Nacht macht. Am nächsten Morgen wäscht man dann ganz normal die Haare und wäscht das Öl wieder aus. Man kann das nach Bedarf wiederholen, ne? Ob einmal, zweimal, dreimal in der Woche. Das kommt so ein bisschen auf den Zustand der Haut an, der Kopfhaut. Das Zweite, was man sehr schön machen kann, ist Amlaöl. Amla, A-M-L-A geschrieben, habe ich, glaube ich, auch schon mal hier als Tipp erwähnt, weil es wirklich ein tolles Pflegeprodukt für die Haare ist. Auch das auf der Kopfhaut auftragen, einwirken lassen wie eine Kur, entweder eine Stunde, zwei Stunden oder auch über Nacht und dann wieder auswaschen. All das bringt wirklich die Kopfhaut wieder in ihre Mitte, baut das Milieu auf, sorgt für Feuchtigkeit und damit verschwinden die Schuppen und natürlich auch der Juckreiz. Ich wünsche wieder ganz, ganz viel Spaß damit und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. Alles Liebe, eure Melanie Wenzel.